Das ist schlecht programmiert! Ja, willkommen zurück zu Monster Mix. Moment, Monster Mix? Nein, natürlich geht es weiter mit Monster Mix für den Game Boy. Ja, im letzten Part habe ich ja einen Rage Quit gehabt und ich habe jetzt auch eine längere Zeit nicht aufgenommen. Für die Leute, die mein NSMVC Production Projekt nicht verfolgen, hier nochmal eine kleine Erklärung, warum länger nichts mehr gekommen ist. Und zwar hatte ich eine Erkältung gehabt und zwar eine ganze Woche über. Und da wollte und konnte ich auch nicht aufnehmen. Und ja, jetzt geht's weiter und ich habe mir vorgenommen, die Sache etwas ruhiger anzugehen. Wollen wir mal schauen, wie lange das so bleiben wird. Gut, also wir sind, um nochmal so ein kleine, so einen kleinen Rückblick zu machen in dieser Mission hier jetzt. Oder wir wollen die nochmal starten, weil ich da versagt habe. Nämlich in der dritten Mission des ersten Geschosses. Und die lautet: Böse Zauberer lauern dir auf. Töte sie und ihren Chemisten. Oder Chemisten. Eigentlich ein Alchemisten, ne? Oh, ich werde hier wieder von allen Seiten angeglotzt. Hier, überall Augen. Okay. Ja. Dann wollen wir mal schauen. Ach, das war wieder ein Fehler. Und man muss wieder rausgehen, damit man diesen Fehler korrigiert. Ich mache am besten schon mal jetzt hier. Ist das so? Okay. Darf das aber auch nicht zu dicht schieben, weil dann wird das wieder hier zurückgeschoben. So. Okay. Was war hier? Da geht's nicht weiter, das scrollt das nicht weiter. Und ich... Oh, ich wollte den eigentlich nicht triggern. Na, da kann ich das Gold ja auch... Nee, doch lieber nicht mitnehmen. Hau bloß ab, du Mistvieh! Lass mich in Ruhe! Okay. Ach, jetzt muss ich hier wieder den Roboter steuern. Also erst einmal hier hin. Im Grunde finde ich das Spiel ja gar nicht so übel. Aber es hat so seine Macken. Das habe ich ja schon, glaube ich, im ersten Part gesagt, ne? Das war auch viel zu weit hier. So. Ich glaube, auf dem Quadrat ist das hier, ne? Ja. Manchmal sieht man das nicht, manchmal schon. Das ist ein bisschen, ja. Ist unglücklich dargestellt, weil man die Kamera nicht drehen kann oder weil es eben eine Pseudo-3D-Grafik ist. Was heißt, ja, 3D-Grafik. So, jetzt nehmen wir die Ente mal mit hier. Die Tasche lasse ich jetzt hier. Ich weiß jetzt, dass ich hier nach rechts gehen sollte, weil da die Map zu finden ist. Ich bin ja hier für eine kurze Zeit unverwundbar. Wenn ich das hier nehme, schnell! Ja, eine Map hatten wir bisher noch gar nicht eingesammelt, deswegen hier nochmal eine kleine Beschreibung. Ja, oder Plan steht hier eben. Map, ja, also die Karte zumindest. Funktionen. Sie sehen die ganze Welt, die Sie erforschen. Na, nicht die ganze Welt, aber die Karte, also das Level, das aktuelle, ne? So. Ah, jetzt bin ich hier, okay. Das heißt, ich kann mir so gewisse Unannehmlichkeiten ersparen, wenn ich jetzt hier auch entlang gehe. Ich bekomme hier sogar noch einen Stern geschenkt hier, ja. Aber hätte ich auch bekommen, wenn ich hier zurückgegangen wäre. So, ich glaube, jetzt kommt gleich ein Mist, ne? Nee. So, hier muss ich auch, den Fehler habe ich nämlich im letzten Part auch gemacht, dass ich da hier dachte, hier würde es noch weiter scrollen. Aber ist nicht der Fall. Deswegen muss ich hier so rüberspringen. Okay. So, jetzt habe ich zwei. Oh Gott. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken hier. So, Scrolling, danke. Wie weit darf ich jetzt gehen? Das sieht man immer gar nicht so, weil da die Abstände nicht so sichtbar sind. Oh, ein Herz bekomme ich auch noch geschenkt. Ja, warum wohl, ne? Oh, jetzt kommt... Ach so, das muss ich auch. Ja. Einfach den Sprungknopf gedrückt halten und eben in die entsprechenden Richtungen lenken. Ach ja, Moment. Das hatte ich vergessen. Das kommt ja auch noch. Das wird gleich sofort beim ersten Mal, wenn ich hier so... Weil dann kommen die perfekt an hier. Wenn man zögert,
dann ist es nicht mehr der Fall. Und das war jetzt dumm. Ich war doch drauf. Ich war drauf auf dem. Toll, jetzt kann ich mir diese Sterne, die ich da gesammelt habe, in den Arsch schieben. Oder habe ich mir sie schon in den Arsch geschoben? Ich war halt schon drauf auf dem. Trotzdem, das ist doch dumm, ist das, ganz ehrlich. Ja, jetzt muss ich, ohne dass ich diese Sterne habe, diesen Blödsinn jetzt hier machen. Also erstmal das hier hinschieben. Hau ab da, du Mistfee! Zum Glück kann ich hier über diese Dinge rüberspringen. Aber man muss ja quer durch den Raum hier, das ist so dumm. Oh, du nerv nicht rum! Das Dumme ist, wenn ich jetzt getroffen werde, muss ich das alles nochmal machen hier, diesen ganzen Raum. Also, das nochmal dahin schieben. Ja, danke! Alter, das ist so ein unfairer Shit, ist das! Ey! Kann da vielleicht auch mal woanders hingehen, dieses blödsinnige Mistvieh? Hab ich ihn... Ah, ich hab ihn gerade in eine... Ah, doch nicht. In ein Muster gebracht, aber... Nee. Nun, du kack das doch aus hier! Ja, natürlich muss er sich jetzt dahin bewegen, dieses dreckige Mistvieh. Hoch da jetzt, du Affe! Hoch da, du bekloppter Vollidiot! So, ja, ich wollte ruhig bleiben, ja. Das hat ja sehr lange gehalten, aber ist doch... So, das geht automatisch. Achso, da muss ich jetzt mal warten, bis der hier so weg ist. Und dann. Das ist ja kein Problem hier. Der Raum war ja nur nicht problematisch. Will ich den Blitz haben? Ja, nehmen wir den mal mit. Ich hoffe nicht, dass das eine Fehlentscheidung ist. Aber wie lang ist dieses Level bitte? Okay. Oh ja, natürlich. Ja, wie soll ich denn da jetzt mich. Ja, natürlich! Oh, das... Nee, komm. Also... Das ist ja schon richtiger Blödsinn hier, ganz ehrlich. Der eine verfolgt mich und wir haben hier einen sich zufällig bewegenden Gegner, glaube ich, ne? Ja. Aber der Blitz hatte hier seine Relevanz gehabt. So, da unten ist dieser Chemist. So, ich will hier aber den Blitz nicht mehr haben, weil das wäre kontraproduktiv. Nun mach doch weg mit dem Scheißblitz da jetzt. Danke. So. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob hier ein Block verschwindet. Das wäre so übel, wenn das der Fall wäre, ne? So. Ich glaube, ich muss... eine Bombe hinlegen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich mach's einfach mal. Ne, der lebt immer noch. Scheiße. Diese Tasche nervt da jetzt gerade. Ah ne, war das nicht so? Ich muss hier hin und die Bombe runterschieben. Ich glaube, so war das, ne? Ja... Schönen Dank, Spiel. Ah, gut, ich... Das gilt als geschafft, das ist gut. Also, das war nun wirklich ein übler Mist hier, ne? Warum ist seine Tasche... Die Tasche da so dämlich hier? Aber gut, ich komme da wieder hin. Oh, Leute, ganz ehrlich. Ja. Knopf drücken. Los, weg hier. Das war eine richtig dumme Mission, ganz ehrlich. So. Ja, jetzt muss ich 70 Rautezeichen bezahlen, um da hochzukommen. Aber ich muss ich jetzt extra mit ihnen sprechen hier, oder was?
Thank you, sir. Okay. So, dann geht es jetzt in die zweite Etage. Ja, hier ist auch eine römische 2, ne? So, gucken wir uns mal an, was wir hier alles für Missionen machen müssen. Einmal hier, In den Wald dringst du ein und tötest alle bösen Augen. Okay, 45 Hashtags bekomme ich da, okay. Auch eine seltsame Währung, ne? Die weisen Alten schrieben ihre Geheimnisse auf in geheimer Schrift. Also, manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass irgendwie ein Grundschulkind diese Missionsbeschreibung geschrieben hat. Jetzt ehrlich mal. Mit der Grammatik her. Suche die Rakete und zerstöre sie mit Hilfe der Knöpfe. Mit Hilfe der Knöpfe? Okay. So. Hier muss ich jetzt 130 Raute-Zeichen haben, um weiterzukommen. Wir gehen das jetzt mal, ja, wieder nach der Reihenfolge an. Also, unser nächster Auftrag ist, in den Wald einzudringen und die bösen Augen besiegen. Okay. Okay. Diese Musik hatten wir auch noch nicht gehabt, hier in diesem... Achso, ich habe die Map ja noch gar nicht gezeigt, ne? Dann werde ich das jetzt mal machen. Ich finde es schade, dass man die Map nicht bewegt, also jetzt die Karte hier nicht bewegen kann. So. Okay, den hätten wir schon mal besiegt. Den zufällig beweglichen Gegner, ja, da muss ich jetzt mal gucken. Weg mit dem Scheißer. So. Okay. Ah, das ist eine Tasche hier. Ich hoffe nicht, dass ich sie brauche. Ich brauche sie. Okay. Und natürlich sind die Gegner wieder da. Moment mal. Okay. Der fährt, warte mal, der fährt hier lang. Genau, hier entlang, ne? Ja. Das finde ich ja wunderschön an diesem Spiel. Ne? Diese schöne Kollisionsabfrage. Och nö. Was ist das denn jetzt wieder? Warte mal, ich kann das nur bis zum bestimmten Punkt schieben. Eben bis hier wahrscheinlich, oder? Ja. Und dann kann ich hier so... Na gut, die sind mir ja nicht gefährlich, wenn ich hier das... So mache hier, ne? Natürlich musste das Scrolling da wieder. So, jetzt wieder dieser Zauberspruch hier. Ach so, okay. Bloß nicht da in diese eine Tür. Dann falle ich nämlich da rein. Ich glaube, das hatte ich in meinem Let's Play gehabt. Oh, gut, dass er jetzt nicht die Schuhe da genommen hat. So. Erstmal gucken. Warte mal, kommt der direkt hierher? Oha, ja. Moment. Ah ja. Das hat aber nichts gebracht. Weil es mir nicht wichtig ist, hier reinzugehen. Eine Ente wäre hier ganz gut. Aber vielleicht muss ich die. Bekomme ich die noch, ne? Oh nein! Diese Fuck-Dinger! Oh, die hab ich so gehasst. Die hasse ich immer noch, natürlich. Warte mal. Der hält dort dann auch. Okay, das heißt, ich muss... Oh, das ist ja dumm. So, hier geht's ganz schnell weiter. Was nicht? Die kann ich nicht besiegen. Okay. Ich glaube, da kommt jetzt ein Überraschungsgegner hier, oder? Ich sehe nichts. Oh, warte mal, jetzt muss ich ein bisschen... So, hier
bin ich jetzt auf der... Okay. So, da ist ein Blitz. Ich guck mich erstmal um, was... Also hier komme ich nicht hoch. Das ist der... Ja, das wäre der Weg gewesen, wenn ich jetzt das besser zerstört hätte, da diese eine Konstruktion da. Aber da war ich so ein bisschen... Moment. Da war ich so ein bisschen, ja... könnte man sagen, unter Zeitdruck auch. Weil da dieser eine Gegner mir entgegenkam. Den Blitz brauche ich hier nicht. Es sei denn, ich... Komm, nehmen wir den mal vorsichtshalber mit. Den kann ich ja immer noch dann auslaufen lassen. Weil vielleicht brauche ich den ja... Hier jetzt. Oh ja. Wobei, nee. Ich bin mir sicher, dass ich ein Leben verliere, wenn ich da hingehe. Deswegen, ja, wenn wir schon, ja, ich nehme schon mal hier die Tasche. Die Zauberspruch kann ich ja wiederholen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Moment mal. Ah, das ist also so ein Blödsinn. Okay. Das heißt, ich muss hier... Ach nee, gar nicht wahr. Es reicht auch hier wieder zurückzugehen. Ich muss das irgendwie so hinkriegen, dass ich diesen Baumstamm... Warte mal, wenn ich den jetzt... Oh, dieser Block ist so derbe im Weg hier. Wenn ich den jetzt hier hinschiebe, dann kommt er doch dahin, ne? Ja. Das heißt also... Ich will den nur bis... Moment... ein bisschen weiter. Ich will den nur bis dahin haben. Das hätte mich nicht dämlicher designen können. So, nur bis dorthin. Kein Fehler machen. Ich habe keinen Bock, das nochmal so hinzuschieben. So, und dann hier rein. Ah ne, das ist immer noch nicht. Gut, dann noch vielleicht ein bisschen noch hier hin. So, komm. Es ist wieder zu weit. Ist jetzt zu weit, ne? Nee, passt perfekt. Gut, ja. Rauf da! So. Okay. Das heißt, das kann ich jetzt hier hinlegen und den Zauberspruch nehme ich wieder mit hier. Wir sind ja nicht... Ja, falls da wieder irgendwelche nervigen Gegner kommen, dann... Oh, nee. Dieser Raum, den habe ich noch im Gedächtnis. Also im Gedächtnis, dass er existiert, nicht wie er zu machen ist. Ach so, er ist ja direkt hier schon drauf. Das konnte ich nicht sehen. Sag mal, Max, kannst du vielleicht auch mal stehen bleiben? Du Volltrottel, ich habe irgendwie Angst, dass die Bäume weggehen. War das nicht so? Ich war doch drauf! Wieso fällt er denn da runter? Ah, das ist ein dummer Blödsinn, ganz ehrlich. So. Der war doch nicht... Oh nein. Jetzt muss man hier zeitlich basierend in Eile bei diesen engen Lücken hinein. In Hoffnung, dass man dann auch... dass es auch passt, ja. Und das nicht nur einmal. Oh Gott. Ja, ich muss das nochmal machen. Oh shit. Oh, man sieht es nicht. Haha, jetzt kann ich diese Drecksviecher besiegen hier. Oder auch nicht. Mann, diese Scheißkamera! Habe ich ihn besiegt? Hört sich so an. Mann, man sieht ja auch nichts hier. Hä? Okay. Ich weiß, dass ich über diese Baumstämme nicht drüber springen kann. Ich muss hier entlang gehen. Oh Gott, was ist das denn jetzt wieder? Wie lang ist dieses Level bitte noch?
Geh jetzt mal nach ganz unten. Hey, da ist nichts, okay. Sinnloser Raum. Ich kann aber auf die Karte gucken, ne? Oh, das Level ist fast zu Ende. Es ist noch hier so ein Rätsel hier noch zu machen. Gehen wir mal erstmal hier rein. Gucken uns das mal an. Keine Ahnung, was da ist. Ich gehe erstmal nach oben. So. Okay, da kann ich jetzt nichts machen. Da brauche ich irgendwie eine Bombe oder sowas, ne? Um dahin zu kommen. Gut, das einzige, ja, wäre hier jetzt, ne? Ich glaube aber nicht, dass man hier ein Leben verliert, wenn man hier runterfällt. Sondern. Oh. Sondern, dass man da in diesen Raum ganz unten hinkommt. Und meine Vermutung bestätigt sich. Bomben. Und ich hole mir auf jeden Fall den Stern. Ich weiß ja, hier stirbt man nicht, wenn man runterfällt. Das ist ja sehr gut gemacht. Komm, in diesem Part will ich diese Mission noch schaffen hier. Ach, warte mal, ich muss ja nach oben. Ja, hallo, hallo, hallo. So. Okay. Am besten schnell weg. Okay. So, den will ich auf jeden Fall haben hier, den Stern, natürlich. So, was ist hier, wenn ich jetzt hier reingehe? Oder ist hier vielleicht sogar der richtige Weg? Hat noch ein Stern. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, dass hier alle. Nö, kein Bock. Jetzt bin ich hier. Okay. Oh Gott. Der setzt sich in Bewegung, ne? Oh, der hat sich selber besiegt. Ich würde vorsichtshalber das Auge auch zerstören hier. So. Stand ja auch, dass ich die Augen zerstören soll. Und ja, das ging ja. Diese Mission ging ja, bis auf diesen einen Raum, der da so ein bisschen seltsam dargestellt war mit den Bäumen, aber sonst ging das da. Ja, dann geht es im nächsten Part dann in die, ja, nächste Mission auch. Ja, bis dann und tschüss.